Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wie versprochen, kündigen wir jetzt den zweiten Teil der Offroad-Tour durch Kagitschak an. Ja, ihr Lieben, wir haben für euch aus dem Videomaterial von Gabi und Willi den zweiten Teil zusammengeschnitten und ich sag mal, viel Spaß euch beim Zusehen. Ja, dann mal Mats ab. So, hier sind auch noch welche. Ob da jetzt was verkauft wird, weiß ich nicht. Und dann zeigen wir euch gleich noch die nächsten. Sag mal. So, und hier haben wir jetzt Dwirren, die stehen schon seit, ich weiß nicht, kann sein 8 Jahre oder was, solange wir hier sind, auf jeden Fall schon. Die sind wohl ohne Genehmigung gebaut worden, oben. Deshalb sagt man hier die kleine Ruinenstadt, aber dazwischen wohnen natürlich auch Leute. Ja, ein paar sind fertig geworden, aber Ja. dann wurde nicht mehr weitergebaut. Warum, weiß ich nicht. Ja, das zeige ich euch gleich mal. Ja. Wir halten dann gleich mal da hinten an. Ja. Hier, dieser Villenpark ist nie zu Ende gebaut worden. Warum, weswegen, weiß kein Mensch. Jetzt kommt gleich schon daneben, wird wieder gebaut. Sind Bananen wieder. Ja. Weiß kein Mensch, was jetzt hier hinkommt. Das war doch ein Hotel und Apartment. Ja, das kann sein. Die alte Ruine abgerissen, die stand auch von der Ja. Die ganzen Mauern werden alle wieder abgerissen oben. Ich weiß nicht, wie lange das schon leer stand. Jetzt fahren wir hier hoch zu den nächsten. Muss man natürlich ein bisschen langsam fahren, also da kommen natürlich schon die nächsten. Ja, die haben wir ja von der anderen Seite schon Ja. gefilmt. Die anderen Villen und natürlich wird gleich die Straße besser. Man Ja. muss den Weg hier nicht fahren, den fahren wir so gerne, weil ne, erstmal so ein bisschen sieht man mal, also, dass hier alles so wächst, so ein bisschen Abenteuer gehört ja auch dazu. Überall Bananen. Jetzt kann man wieder Richtung Mammutlack gucken. Fahren wir hier oben lang, kommen gleich die nächsten Villen. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, Willi und Gabi zeigen uns hier schon die verwinkelsten Ecken. Vielleicht wäre ein Geländewagen auch hier ratsam. So, hier ist das nächste. Hier werden auch schon mal welche verkauft oder auch vermietet. So linken Mammutler, Meerblick wie immer, Bergblick. So, und dann fahren wir schon wieder ins nächste Gebiet. Auf los geht's los. So, und jetzt fahren wir nachher in den Wald. Wie gesagt, hier kann man sehr gut auch spazieren gehen, wenn man Lust hat. Vor allen Dingen im Sommer, wenn es so heiß ist. Dann ist das hier ein bisschen kühler, wie gesagt, hier mit den Bäumen und da kommen so ein paar versteckte Grillplätze. Naja, aber man sieht hier, man hat auch ziemlich viel Wald. Also. Also ihr seht, traumhaft für die Leute, die gern in der Natur sind und gern spazieren gehen. Auch immer mit den Hunden hier spazieren. Wir gehen mal spazieren. Jetzt fahren wir mal. Fahren wir mal gucken, ob wir so sehen. Fahren wir mit euch mal hier so ein bisschen durch den Wald. Also wird euch bestimmt gefallen. Jeder, der ein bisschen Natur liebt. Ja. Die hat man hier noch. Man
natürlich im Mammutland weniger hat. Also ja. Waldgebiete gibt es da nicht. Okay, gleich geht's weiter. Alles grün hier und blühen tut sie überall jetzt. Die wilden Blumen, die Mohnblumen. Jetzt fahren wir gleich da oben wieder rein in den Wald. Ja, hier in den Auslauf vom Taurusgebirge kann man natürlich schön spazieren gehen. Und die Villen, die hier gebaut sind oder gebaut werden, liegen natürlich alle am Hang und haben natürlich einen super Ausblick. Und viele sind dann auch noch mit Pool, ist natürlich eine tolle Sache. Also wer Grün und Natur und Waldgebiete möchte, ist hier gut aufgehoben. Das muss man wirklich so sagen. Keine Menschenseele hier. Also hier kannst du gut mit der Hunde laufen. Auf jeden Fall. Und der Dolze kommt ja nachher noch. Da kommen ja noch die Villen und ist ja nicht weit, der Wald. Also wenn du da was kaufen würdest, super. Naja, Auswahl hat man hier auf jeden Fall genug, würde ich schon mal. Ja. Steht schon mal fest. Ach, da hinten geht auch noch nicht. Querwege, also hier gibt es genug. Und wie gesagt, hier, das führt immer wieder raus. Also man kann sich jetzt hier nicht in dem Sinne nicht verlaufen. Nee, verfahren auch nicht. Wir sind immer noch in Kagitschak. Nicht, dass einer denkt, wir sind da oben in der Walachei. Nee. Gehört alles zu Kagitschak. Nur rechts können wir euch jetzt nicht zeigen, weil die Bäume davor sind. Sonst würdet ihr schon am Meer sehen. Also ihr seid immer in Meernähe. Ja, das ist schon ein weitläufiges Gebiet. Aber ich denke mal, wenn man da öfters mal war, dann kennt man sich da auch aus und man verfährt sich dann auch nicht mehr. Muss man halt ausprobieren. So, jetzt wird es langsam hell. Fahren wir Richtung Meer. Das heißt, wir kommen jetzt wieder in einem neuen Gebiet. Wie gesagt, nordöstlich von Kagitschak. Wie ihr selber seht, hier Spaziergänger gibt es ja so gut wie keinen, weil die meisten haben hier wirklich keine Lust zu laufen. Vor allem die meisten wissen gar nicht, dass es hier so Wege gibt und Wälder gibt. Die sehen die immer nur von unten, aber waren selber kaum hier oben, oder? Da wir, wie gesagt, Pioniere sind, wir fahren überall und ich bin auch schon mit dem Quad hier überall alles abgefahren. Da kommt also als mehr. Erkundigung. Wie gesagt, ist trübe. Normal könnte man das Meer jetzt besser sehen. Jetzt habt ihr praktisch einen vollen Meerblick. Und jetzt schwenken wir mal. Jetzt passt mal, was jetzt kommt. So. Also, hier sind auch ganz neue Villen. Zeig ich mal eben hier rum. Mach mal gerade. Hier sind ganz neue. Da kommen wir ja jetzt. Die sind direkt am Berg gebaut. Jetzt macht man gerade. Wahnsinn. Man hier auch jetzt gerade durch ist Mammutland. Also hier sind auch Villen zu verkaufen. Hier wird auch noch gebaut irgendwo. Also, das wäre natürlich klasse, hier direkt am Wald gelegen. So sehen die jetzt praktisch aus. Jetzt, das sind hier praktisch die ganz neuen Objekte hier links. Ja. Die sind erst vor kurzem, sag ich mal, fertiggestellt worden. Natürlich auch alle mit super Wert. Star Villa. Sea Star Villas heißen die. Und hier rechts natürlich auch. So, hier wird auch verschiedene. Hier wird auch gebaut wieder. Da. Dann guckst du zu der anderen Seite. Schon haben wir wieder mehr Blick. Jetzt
jetzt haben wir praktisch die grüne Lunge von Kagitschak verlassen. Ja. Und jetzt fahren wir praktisch mal, guckt euch die Aussicht an, Leute. Die Aussicht ist Wahnsinn. Guckt euch die Aussicht an. Da unten haben wir wieder Kagitschak, Mamukla. Man kann bis zum Ruhigberg gucken. Wie gesagt, genial, die Aussicht. Einfach ein Traum. Und wie gesagt, hier ist noch viel, viel mit Bananen. Hier die Ecke wird natürlich nicht mehr zugebaut, im Moment jedenfalls nicht. Nee. Aber man braucht ein Auto. Also da kommt keiner auf die Idee und sagt, wir können auch ein Fahrrad. Ja, runter, ja. Runter, ja, aber auf. Auf nicht mehr. Ich führe mal eben dadurch, da hinten ist. Ach, wie heißt das? Utopia Beach, ne? Das hat er im Moment noch nicht geöffnet. Wir fahren doch jetzt drauf zu. Ja, wir fahren jetzt gleich drauf zu. Ja, hier kommt natürlich die ein oder andere Serpentine, aber dafür ein fantastischer Ausblick. Abwasserrohre ist ja auch wichtig, ne? Wenn man sie nicht selber verlegen muss, ja. Hier ist die schöne Moschee von Kagitschak. Und hier geht es dann hoch jetzt zum World City. Werden ja jetzt, wie gesagt, die Villen alle um Gold City oder um das neue Projekt hier oben gebaut. Weil die Leute dann ein paar Vorzüge haben, die können dann da auch mal essen gehen oder Sauna und Hammam besuchen. Oder Schwimmbad und so. Die bieten da mehrere Möglichkeiten an. Das seht ihr mal Gold City von der Nähe, nicht nur mal von weit. Tja, Gold City, das ist eine Welt für sich. Die Größe des Grundstücks ist 211.677 Quadratmeter. Und dort gibt es eine Vielzahl von Zimmern, Deluxe-Zimmern, Apartments und Suiten. Tja, und verschiedene Kaufoptionen werden auch noch angeboten. Überall wird gebaut. Hier sind natürlich die teuren Villen. Die zeigen wir euch nachher mal, wenn wir zurückfahren. Ja, und auf dem Berg, das ist das Hotel Riviera Imperial Deluxe Residenz. Es hat 16 Stockwerke und liegt auf einem Grundstück von 32.000 Quadratmetern. Und da oben entsteht schon die nächste Siedlung.
einmal im Monat hier oben hochfährt, kommt immer irgendwie was Neues. Man hört ja nicht auf. Die kosten dann allerdings ein bisschen mehr, glaube ich. Wenn hier das erste kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, halbe Million muss man sprechen. Wenn nicht noch mehr. Wir wohnen. Hier sind auch Villen. Einige waren auch hier zum Verkauf. Auch zur Miete. Ja, zur Miete. Aber hier sind noch einige, glaube ich, auch noch zu verkaufen. Hier dieses Rosone ist, glaube ich, noch zu verkaufen. Klein, aber fein. Häuser, weiß ich auch nicht, warum sie die nicht weiter gebaut haben. Ja. Hier kommen die nächsten kleinen Häuschen. Das ist jetzt praktisch der untere Teil von Kagenschak. Hier, wie gesagt, ist hier dieses Top-Park-Panorama. Und auf der linken Seite. Die linke Seite kommen gleich unsere Villen. Und hier ist Eco Marina und Eco Blue wird hier vorne gebaut. Ja, und für alle, die jetzt, sag ich mal, nicht ganz so hoch oben wohnen wollen, also näher zentral, da fahren wir mal hier rechts jetzt hoch. Das ist praktisch schon U-Form-Siedlung. Die nennt sich Bülistan. Fahren wir jetzt mal rein. Das ist praktisch so auf 50, 60 Meter Höhe vom Meer. Ja, damit ihr mal seht, hier gibt es auch kleine Villen. Aber wie gesagt, das ist doch so ringförmig gebaut. Das heißt, man muss ja wirklich dann einmal rumfahren und dann wieder unten zurück. Beispiel ist natürlich ein bisschen steil hier. Mhm. Ja, und immer wieder den Ausblick hier, sag ich mal, auf das Hotel. Und dann hier so links auch alles kleine Häuschen. Und wie gesagt, das ist so ein Ringformanlage. Hier wohnt eine Freundin von uns. Ja. Die Esther in dem blauen. Hier ist auch zu verkaufen. Guck, steht auch Sattlick dran. Ja, und dann natürlich auch mit dieser Aussicht. Raus zum Meer. Und wie gesagt, hier ist es wirklich, also bis nach Biedrosch dauert nach 2 Minuten, wenn überhaupt. Im Auto, klar, nicht zu Fuß. Aber alle Zeiten, die ich angebe, sind immer. Auto, klar. Das ist praktisch die Bülistan-Siedlung. Also. Schon sind wir wieder raus. Aus der Siedlung. Ja, Leute, ja. Dann würde ich sagen. Jetzt fahren wir mal nach Hause, ne? Ja. Zeige ich euch nochmal, wo wir wohnen. Das Haus ist auch zu verkaufen, deshalb ziehen wir ja um. Wenn ihr Lust habt, hier.
die Villa. So, liebe Leute, das war's. Das war die Rundfahrt für Marlies und Ralf. Ralf durch Kagetschak. Ja, das war der zweite Teil von der Offroad-Tour durch Kagetschak. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir haben noch eine kleine Bitte an euch, und zwar für uns als Orientierungshilfe. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, die Videolänge, was euch so am liebsten ist. Wir sind uns da gerade so ein bisschen unsicher. Ja, okay, das war es dann auch schon. Und dann sage ich mal bis demnächst und tschüss. Tschüss.